Hi, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu meinem Grundkurs. Ich bin der Marius und heute mit folgendem Thema. Tango ist der nächste Tanz, den wir jetzt lernen werden. Und hier starten wir als erstes mit dem Wiegeschritt. Beim Tango gibt es jetzt nicht so eine absolute Grundform wie beim langsamen Walzer. Was dem jetzt vielleicht noch am nächsten kommen würde, wären Gehschritte, die dann wie folgt aussehen. Schritt, 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 Schritt. Also ganz normale Schritte im Takt der Musik. Wir kommen jetzt aber nochmal zurück zu unserem Wiegeschritt. Beim Wiegeschritt starten die Herren diagonal zur Wand. Wenn ihr es zu Hause übt, ist jetzt vielleicht die Raumrichtung nicht ganz so wichtig, aber im Saal diagonal zur Wand. Es geht dann los mit dem linken Fuß vorwärts auf 1, mit dem rechten Fuß weiter vorwärts auf 2 und jetzt kommt die Wiegeschrittaktion, bei der das Gewicht immer vom rechten Fuß auf den linken Fuß und wieder zurückverlagert wird. Sieht dann wie folgt aus, also das Gewicht geht vom rechten Fuß auf den linken Fuß, dann wieder zurück auf den rechten Fuß, auf und auf 4 wieder zurück auf den linken Fuß. Und dabei wird zirkelartig nach rechts gedreht. Danach kommt der Abschlussschritt, der dann so aussieht, es geht auf 5 mit dem rechten Fuß rückwärts, auf und mit dem linken Fuß seitwärts und auf 6 schließt der rechte Fuß zum linken Fuß. Für die Damen sieht das Ganze dann wie folgt aus. Wir starten mit dem Rücken diagonal zur Wand. Es geht dann los auf 1 mit dem rechten Fuß rückwärts, danach weiter auf 2 mit dem linken Fuß rückwärts. Und dann kommt auch hier die Wiegeschrittaktion, bei der das Gewicht dann immer zwischen dem rechten und dem linken Fuß hin und her getauscht wird. Das heißt, es geht dann mit dem Gewicht wieder zurück auf den rechten Fuß auf 3, auf und wieder zurück auf den linken Fuß und auf 4 wieder zurück auf den rechten Fuß. Und dabei tun auch wir hier zirkelartig nach rechts drehen. Zum Schluss kommt auch hier der Abschlussschritt, bei dem wir dann mit dem linken Fuß vorwärts auf 5 gehen, auf und mit dem rechten Fuß zur Seite und auf 6 schließt der linke Fuß zum rechten Fuß. Enden tun wir hier diagonal zur Wand. Und Schritt, 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 Schritt. Oh, da geht's los. Also, wir starten mit dem linken Schritt vorwärts auf 1. Dann geht es weiter mit dem rechten Fuß vorwärts auf 2. Und jetzt kommt, wie vorhin schon erklärt, die Wiegeschrittaktion. Da gehe ich mit dem Gewicht wieder zurück auf den linken Fuß, drehe dann schon ein Stück, also ich teile mir die Drehung sozusagen in zwei Teile ein, gehe wieder zurück auf den rechten Fuß und dann wieder zurück auf den linken Fuß. Dann geht es mit dem rechten Schritt rückwärts auf 5, mit dem linken Fuß zur Seite und der rechte Fuß schlägt zum linken Fuß. In Zählern sieht es dann wie folgt aus. Wir haben Slow, Slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Gut, für die Damen. Wir starten mit dem rechten Fuß rückwärts auf 1. Dann geht es weiter rückwärts mit dem linken Fuß auf 2. Jetzt kommt die Wiegeschrittaktion. Wir gehen jetzt hier mit dem rechten Fuß auch schon so ein Stück nach rechts rüber und teilen uns die Drehung wieder auf. Gehen dann auch mit dem Gewicht auf den rechten Fuß, wieder zurück auf den linken Fuß, wieder vor auf den rechten Fuß und dann kommt der Abschlussschritt vor, seit, schließen. In Zählern sieht es dann wie folgt aus. Wir haben slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Und jetzt zeigen wir euch das Ganze noch paarweise. Schritt und Schritt und ciao, ciao. Schritt und Schritt und Schritt.